als nächstes bitte Herr Wolfgang Ertl von den Scientists for Future. Ja, hallo zusammen. Ich bin der zweite Redner für die Scientists for Future nach dem Manni Walser. Er hat über den Regionalplan gesprochen, ganz wichtiges Thema. Ich möchte jetzt über die Klimaproblematik sprechen. Und ja, ich möchte auch noch ein bisschen Werbung machen, kurz für die Scientists for Future. Die Fridays-Aktivisten, die brauchen uns, die brauchen unsere wissenschaftliche Fundierung. Und wir sind noch zu wenig Leute hier. Jeder, der einen akademischen Abschluss hat, kann Scientist for Future werden. Legen Sie uns bei. Okay. Und ich werde jetzt zuerst für die Scientists for Future sprechen. Ein Statement, das wir abgesprochen haben. Und dann sage ich noch ein paar persönliche Worte. Also viele Wissenschaftler sind der Meinung, wir Wissenschaftler dürfen nur naturwissenschaftliche Fakten benennen und nicht übers Handeln reden. Leider hat es etwa 50 Jahre lang nichts genützt, nur die Fakten zu erzählen. Die lesen wir täglich in der Zeitung. Und deswegen rede ich heute über das Handeln und ganz wenig über die Fakten. Die kennen wir alle, die können wir alle nachlesen. Gestern habe ich in der Schwäbischen gelesen, ein Artikel über wie heißt es, Fast Shopping, also der Konsum in den H&Ms und so weiter. Ja. Und zwar jedes Kleidungsstück, das in Deutschland verkauft wird, wird im Durchschnitt 4-mal getragen, dann landet es im Müll. Jedes dritte Kleidungsstück wird nie getragen. Ja. In so einer Welt leben wir. Ja. Und wir sind kurz davor, alles kaputt zu machen. Und wir wissen alle, dass im Süden, in Italien, Italien, Spanien, Griechenland, im Nahen Osten, in Nordafrika, wenn wir nicht jetzt handeln, wird es zur Steppe und zur Wüste werden. Wir werden hunderte Millionen Flüchtlinge haben. Ja, das sagt der Herr Schellnhuber, Chef vom Potsdam-Institut. Hunderte Millionen Flüchtlinge, das ist eine andere Dimension, als wir derzeit haben. Und das wird zu Kriegen führen und das ist überhaupt kein Spaß. Es ist nicht so, dass wir dann an der Nordsee zum Baden können, statt an der Riviera, sondern wir werden schlimme Kriege bekommen. Und das möchte ich meine zwei Enkeln nicht so gut. Sorry. Und dabei gäbe es eine ganz einfache Lösung. Und diese Lösung heißt, und jetzt kurz global, ich komme gleich auf Ravensburg. Die Lösung heißt Gemeinwohlökonomie. Ja? Lesen Sie mal über Gemeinwohlökonomie. Nur ein Beispiel. Ein Teil davon wäre eine CO2-Steuer, aber nicht 25 Euro pro Tonne CO2, denn das bedeutet 6 bis 7 Cent pro Liter Sprit. Das werden wir in ein paar Tagen gar nicht merken. Das werden wir gar nicht spüren. Und deswegen wird sich nichts verändern. Wir bräuchten einen CO2-Preis, der 10-mal so hoch ist. Ja? Das heißt 60 bis 70 Cent pro Liter mindestens. Und das hätte steuernde Wirkung. Ja? Und das ist so einfach. Das wäre so einfach. Alle Förderprogramme für erneuerbare Energien, all das würden wir nicht brauchen, würde diese einfache Maßnahme bundesweit umgesetzt. Okay, die Stadt Ravensburg hat es nicht in der Hand. Und deswegen möchte ich jetzt doch über Ravensburg reden. Also erst einmal nochmal ein ganz großes Lob für das, was die Aktivisten hier auf die Beine gestellt haben. Samuel, ganz tolle Sache. Denn das ist nicht nur Aktivismus, das ist mit richtig Arbeit verbunden, was der Samuel da geleistet hat. Ich habe es gestern Abend gesehen in dem Baumhaus. Wir hatten es ganz gemütlich da oben. Gut, aber jetzt zur Stadt Ravensburg. Ich möchte starten mit einem Lob an die Stadt Ravensburg. Die Stadt Ravensburg hat diese Klimakommission ins Leben gesetzt, hat diesen Prozess gestartet. Ich war Mitglied in dieser Kommission, habe einiges an Arbeit investiert und ich möchte das wichtigste Ergebnis noch mal kurz hier nennen. Das sind diese 13% Reduktion pro Jahr CO2 und zwar insgesamt. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und das kann man nicht nebenbei erreichen.
Und das ist toll, ich konnte es selbst nicht glauben, dass die Kommission und der Gemeinderat einstimmig zugestimmt haben. Und das müssen wir uns alle merken. Das ist der Hebel, den wir jetzt in der Hand haben. Ja? So. Aber leider, und das wurde auch schon mehrfach gesagt, die Maßnahmen, die beschlossenen Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus. Nur ein Beispiel, der größte Parkplatz in Ravensburg bei der Oberschwabenhalle soll dauerhaft kostenfrei bleiben. Hallo, wie wollen wir eine Mobilitätswende machen, wenn nicht gehandelt wird? Das geht einfach nicht. Ja? Okay. Ein wichtiger Beschluss war auch aufgrund der verschiedenen Gruppen, BUND, Agenda-Gruppe, Scientists for Future. Wir haben gefordert, wir brauchen ein Controlling. Das muss kontrolliert werden. Wir brauchen einen Klimarat, der das Ganze überwacht. In zwei Tagen, am 1. Januar geht's los. Diesen Rat, der überwacht, gibt's noch nicht. Ja, das zeigt doch alles, dass irgendwie nicht gehandelt wird. Das ist das Problem, ja. Okay. Ja, so jetzt noch kurz meine persönliche Einschätzung. Zu dieser Räumung von gestern möchte ich nur kurz einen Satz sagen. Und das kenne ich auch von meiner Fachhochschule. Ist im Land das gleiche wie in der Stadt. Was passiert, wenn so eine Aktion stattfindet? Man schickt das Ordnungsamt und nicht den Bürgermeister und nicht das Umweltamt. Und das ist das Frustrierende. Das ist Deutschland. Man kommt nur mit den Paragraphen daher und Aktivitäten werden bestraft. Das darf nicht sein. Warum ist die Stadt so unklug? Warum solche Dummheiten? Die Stadt schadet sich selber. Ja? Warum kommt nicht der OB und redet mit den Aktivisten? Das tut mir richtig weh. Ja, ja, und gerade eben wurde schon über Demokratie gesprochen. Ich möchte es auch noch mal kurz ansprechen. Wir leben in einer freien Demokratie. Das ist das beste derzeit praktizierte politische System auf dieser Welt. Ja? Allerdings haben wir hier ein Systemproblem. Wir haben ein Systemproblem. Ich möchte gar nicht einzelnen Personen im Bund oder in der Stadt einen Vorwurf machen. Wir haben ein Systemproblem. Die Probleme sind jedem Politiker bekannt. Warum wird nicht gehandelt? So, und jetzt möchte ich kurz noch das Beispiel Corona bringen. Am Anfang, als wir Corona hatten, da waren wir alle beeindruckt, wie mutig die Politiker handeln können bei Corona, aber nicht beim Klimawandel. Aber was ich dann gesehen habe im Oktober, übrigens im September gingen die Zahlen wieder exponentiell hoch. Jeder hat das gesehen, auch die Frau Merkel, die ist Physikerin, die versteht genauso viel von Exponentialfunktionen wie ich. Jeder Fachmann hat es gesehen, dass wir die nächste Katastrophe bekommen. Und dann hat am Ende Oktober die Politik gehandelt und hat leider nur diesen Soft-Lockdown verordnet. 6 Wochen Soft-Lockdown und danach noch den harten Lockdown, weil er nichts genützt hat. Und warum? Und jetzt kommen wir an das Problem. Warum hat die Politik das so gemacht? Weil wir in diesem demokratischen System leben und weil die Politik Angst haben muss, unbequeme Maßnahmen zu treffen. Ja? Weil die wollen ja wiedergewählt werden. Ich will jetzt nicht auf Details eingehen, aber wir müssen uns auch mit Politikwissenschaft befassen und müssen uns überlegen, wie wir dieses nicht nachhaltige System verändern können. Und es gibt auch schon viel Literatur in der Politikwissenschaft dazu. So, jetzt, ja, ich komme jetzt gleich zum Schluss. Ja. Was bleibt uns als Möglichkeit zu tun? Und ich möchte euch alle Anwesenden bitten, mitzuhelfen. Wir müssen aufstehen, wir müssen politisch aktiv werden, nicht nur zum Wählen gehen, was weiß ich, in den Gemeinderat sich wählen lassen, zur Demo gehen, dem OB einen Brief schreiben, Leserbriefe schreiben. Ist übrigens ganz toll, heute waren wieder 2 Leserbriefe zu dieser Aktion in der Zeitung. Aber wir müssen alle aktiv werden, in den sozialen Netzen, in unserem Bekanntenkreis. Das ist die einzige Chance. In einer Demokratie kann Veränderung nur von unten kommen. Und Systeme werden nur von außen verändert und nicht von innen. Das ist das Wichtige.
So, dann gibt es natürlich noch ganz kurz das Thema Demokratie. Bürokratie. Bürokratie ist nämlich der andere Teil von dem Problem. Ja? Bürokratische Systeme sind extremst träge. Ja? Und übrigens, ich möchte noch ein Wort über die Stadtverwaltung Ravensburg sagen. Es gibt sehr wohl in der Verwaltung Menschen, die froh sind über das, was wir heute tun, weil die dann Rückenwind bekommen. Es gibt dort auch Leute, die was verändern wollen. Ja? Und die brauchen unsere Unterstützung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Das sind nicht die Bösen, die da in der Verwaltung sitzen, sondern wir haben ein Systemproblem. Und dieses System sollten wir versuchen, von außen zu verändern. Und als letztes Wort, ich möchte keinen Krieg zwischen den Aktivisten und der Stadt. Ich möchte, dass wir miteinander reden, dass wir zusammenarbeiten und nicht Fronten aufbauen. Das ist ganz wichtig und ich würde mir wünschen, wo ist denn übrigens die Stadtverwaltung heute hier? Hallo. Ja, die Maria Weidmann als Gemeinderätin habe ich immerhin gesehen. Ja, aber es ist schade, dass nicht wirklich von den Bürgermeistern jemand gekommen ist. Sehr schade für uns und für die Stadt. Die tun sich keinen Gefallen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Erdl, für das Statement.